So, jetzt wende ich mich kurz mit einer kleinen Ankündigung an euch. Ich werde morgen einen Vlog oder beziehungsweise heute am 7. März einen Vlog aufnehmen und euch schicken zum Thema UF-Haushaltsabgabe, weil es kommen jetzt einige Rückstandsausweise her und die sind sehr interessant zu betrachten, weil sie eigentlich, und das werde ich erörtern, mit der Haushaltsabgabe nichts zu tun haben, sondern mit den Ländern und Bundesabgaben. Und ich werde morgen auch über diese komischen Zahlungsaufforderungen mit Zäumniszuschlag sprechen, weil das eigentlich sehr interessante Rechtsfragen sind und mich fragen viele, was sie jetzt tun sollen und alle sind nervös und manche sind sogar ungehalten, dass ich nicht auf jedes E-Mail, das kommt, antwortet. Ja, liebe Leute, der Vlog ist dazu da, euch zu helfen, aber ich kann nicht jedes einzelne E-Mail innerhalb von 3, 4 Tagen beantworten. Tatsächlich hängen wir bei den E-Mails, was die UF-Geschichte betrifft, hinten nach. Wir versuchen sie zu analysieren und zum Inhalt der Vlogs zu machen. In dieser Geschichte ist aber wahrscheinlich Selbsthilfe das Wichtige und ich kann nur jemanden informieren, aber in dem Fall nicht über die Vlogs vertreten und das ist ganz wichtig, dass ihr das wisst. Aber nächster Step von der UBS ist eben, die Rückstandsausweise und darüber werde ich am 7.3. abends berichten. Leider ist der Höllwart dermaßen stimmlich angegriffen und tatsächlich ein wenig erkrankt, dass er nicht dabei sein wird, aber ich werde versuchen, ihn halt quasi zu ersetzen. Ja. In diesem Sinne, bis heute Abend, beziehungsweise morgen Abend, 7.3., gibt es etwas Neues zu dieser UEF-Haushaltsabgabe und zu den Zahlungsaufforderungen und zu den Rückstandsausweisen. Bis später.